So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem ersten richtigen Tag hier in Marokko. Ihr seht schon, ich bin gerade am Strand und laufe hier so ein bisschen entlang. Ihr müsst euch vorstellen, das Wetter ist so unglaublich geil, weil man halt einfach nicht so ein stickig heißes Klima hat. Also dass jetzt die Sonne so krass scheinen würde, dass man hier verreckt. Es ist aber auch nicht wirklich kalt. Es ist wirklich sehr, sehr gutes T-Shirt-Wetter. Die Sonne ist sehr warm, es geht ein kleiner Wind. Ist eigentlich echt geil, so wie es gerade ist. Und heute wird nicht wirklich viel passieren. Erstmal ankommen, ein bisschen chillen. Ich nehme euch halt trotzdem mit, mal gucken, was wir hier so erleben. Ihr müsst euch vorstellen, ich fühle mich hier wie daheim. Wirklich. Auch hier die Kinder, die Fußball spielen. Wie früher habe ich immer mitgemacht. Nee, das ist wirklich extrem cool hier. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Los geht's. Alter! Der Atlantik ist so kalt. Alter, oh, shit. Also, für Baden ist es auch ein bisschen zu kalt. I think I just caught the Holy Ghost. She addicted to that dick, I let her overdose. Yeah, since I was a kid, they said I'm supposed to blow. Fuck the majors, we independent like Kosovo. Also, wir sind jetzt hier in so einem Bonzenviertel, kann man sagen. Da hinten ist zum Beispiel Zara, da hinten ist auch irgendwo Gucci, keine Ahnung. Ist für die Verhältnisse, also für das Land, schon was Besonderes. Ich wusste noch gar nicht, dass es Zara hier in Marokko gibt. Und die da hinten singen, alles klar. Wir haben da jetzt eine Kleinigkeit getrunken bei dem Laden, bei dem eben diese Leute davor waren. Und ich glaube nicht, dass die gesungen haben. Ich glaube eher, das war eine Demonstration gegen irgendwas, gegen was genau, keine Ahnung. So Leute, das war's vom heutigen Vlog. Ich war hier gerade noch ein bisschen joggen am Strand, an der Strandpromenade. War ganz cool, aber ich bin noch echt krass erkältet. Deswegen hat es nicht ganz so geklappt, wie ich das gern gehabt hätte. Jedenfalls, das war's von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich riesig und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao!